Windkraft und Solaranlagen sind weltweit auf dem Vormarsch, so die Kernbotschaft im neuen WWF-Bericht zu den Megatrends der Energiewende. Die Erneuerbaren hätten die konventionellen Technologien abgehängt. Das sei zum Zeitpunkt des ersten WWF-Reports im Jahr 2015 noch anders gewesen. Der Ausbau der Erneuerbaren, der war damals ungefähr so gleich auf mit dem Ausbau von fossilen Kraftwerken und Atomenergie. Und da hat sich heute das Bild doch deutlich verändert. Wir haben heute über 80% der weltweit installierten Kraftwerksleistung ist erneuerbar und nur noch 18% sind Atom- und fossile Kraftwerke zusammen gerechnet. Ein Blick auf die weltweit installierte Kraftwerksleistung zeigt den Zuwachs der Erneuerbaren. Wind- und Solarenergie sind noch stärker gestiegen als Wasserkraft. Atomkraftwerke liegen auf stabilem und niedrigem Niveau. In Deutschland aber stockt der Ausbau der Erneuerbaren. Dafür gäbe es viele Gründe. Das ist Flächenverfügbarkeit, das ist der Zeitrahmen, die Dinge dauern viel zu lang. Das ist die Frage der Fachkräfte. Wir brauchen mehr Fachpersonal für die Energiewende. Das ist das Material, wo wir heute schon Lieferengpässe erleben. Weltweit aber geht der Ausbau von Wind- und Solarkraft schneller voran als in den meisten Prognosen vorhergesagt.